Schock für den FC Bayern. Mittelfeldspieler Thiago fällt mit einer Bänderverletzung lange aus. Nach den Dienstagspartien mit den Bayern steht auch der Mittwoch ganz im Zeichen des DFB-Pokals. Nachdem sich die Münchner gegen Rödinghausen in die zweite Runde gequält hat, müssen heute auch der BVB und Schalke antreten. Auf die Borussia wartet mit Union Berlin die einzige noch ungeschlagene Mannschaft der zweiten Liga. Auch für die wenig treffsicheren Schalker wird es nicht einfach. Sie müssen zum 1. FC Köln, endlich geht es auch in der Volleyball-Bundesliga der Frauen wieder rund. Sport 1 überträgt den ersten Spieltag mit der Partie VC Wiesbaden vs. SC Potsdam. Sport 1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für ihren Sporttag komprimiert zusammengefasst. Das ist passiert. Thiago fehlt wochenlang. Mittelfeldspieler Thiago fällt mit einem Riss des vorderen Außenbandes sowie der Gelenkkapsel im linken Sprunggelenk aus. Die Ausfallzeit werde laut Clubmitteilung einige Wochen betragen. Zum Bericht: Neymar droht lange Haftstrafe. Neymar drohen bei seinem Korruptions- und Betrugsprozess in Spanien bis zu 6 Jahre Haft. Die mögliche Gefängnisstrafe geht aus einem Bericht des zuständigen Richters José María Vázquez Honrubia hervor, welcher der Nachrichtenagentur AFP vorliegt. Zum Bericht: Ultras-Experte, Geduld lässt nach. Die Fankrawalle in Dortmund hätten laut Ultras-Experte Christoph Ruf verhindert werden können. Bei Sport 1 spricht er über die Hintergründe des Eklats. Zum Interview: Trade-Beben wirbelt die NFL durcheinander. Die Rams und die Redskins verstärken zur Trade Deadline ihre Defenses mit namhaften Neuzugängen. Philly und Houston schnappen sich Receiver-Stars. Zum Bericht: Das passiert heute noch. DFB-Pokal, BVB und Schalke müssen ran. Borussia Dortmund empfängt Union Berlin und möchte den Rückenwind aus der Liga mit in den DFB-Pokal nehmen. Dazu kommt es zu zwei Duellen zweier Bundesligisten. Mönchengladbach und Leverkusen treffen sich zum Rhein-Derby und RB Leipzig mit Ralf Rangnick trifft auf Hoffenheim und den nächsten RB-Coach Julian Nagelsmann. 20.45 Uhr im Live-Ticker: League Cup, London Derby in England. In England findet das Achtelfinale im League Cup statt. Das Spiel des Tages ist das Londoner Derby zwischen West Ham und Tottenham. 20.45 Uhr im Live-Ticker. Für Arsenal und Mesut Özil geht es gegen Blackpool. Copa del Rey, erstes Realspiel nach Trainerentlassung, und auch in Spanien ist Pokal angesagt. Im Copa del Rey will Real Madrid nach der Entlassung von Julen Lopetegui endlich wieder zurück in die Erfolgsspur. 19.30 Uhr im Live-Ticker: UD Melilla sollte da der richtige Gegner sein für die Königlichen. Der FC Barcelona reist zu CD Leonesa. Das sollten Sie sehen. Volleyball-Bundesliga der Frauen live auf Sport 1. Die Volleyball-Bundesliga der Frauen startet in die neue Saison. Zum Auftakt stehen sich der VC Wiesbaden und SC Potsdam gegenüber. VC Wiesbaden gegen den SC Potsdam am Mittwoch, 31. Oktober, live ab 19 Uhr. Copa Sudamericana, Montevideo empfängt Fluminense ab 23.25 Uhr. Gibt es auf Sport einen Spitzenfußball aus Südamerika. Übertragen wird das Rückspiel des Viertelfinals der Copa Sudamericana zwischen FC Fluminense BRA und Nacional Montevideo URU live. Vorher wird ab 21.40 Uhr das Hinspiel wiederholt. Copa Sudamericana FC Fluminense, Nacional Montevideo ab 23.25 Uhr, live auf Sport 1. Das Videoschmankerl: der FC Bayern mit sich gegen den SV Rödinghausen in die nächste Runde des DFB-Pokal. Alles zum DFB-Pokal in der Volkswagen Pokal Fieber Webshow.